Classy Hair World in Amfing in der Richard-Wagner-Straße 5. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Vereinbaren Sie einfach einen Termin. Ihr regionaler Partner für bestes Sehen und Hören. Kostenlose Hör- und Sehanalysen. Große Auswahl an modischen Markenfassungen. Optik Wittmann. Ganz Auge und Ohr. Frohe Ostern und bleiben Sie gesund. Wünscht Gemüsebau Steiner. Herzlich willkommen heute in Burghausen. Ich spreche gleich mit Nicola Koska, meine Moderatorin-Kollegin. Und die hat vor einigen Jahren nämlich mal den Miss Internet-Wettbewerb gewonnen. Und wir erfahren jetzt gleich im Gespräch, was so eine Misswahl eigentlich ist, wie es dazugeht, was da hinter der Bühne passiert und wie die Menschen so sind. Miss Internet 2015. Das ist die Kandidatin mit der Startnummer 4, Nicola Koska aus Neuötting. Nicola, danke, dass du Zeit hast heute, mal in eigener Mission unterwegs. Ich bin gespannt, wie das so wird. Bist du immer noch Miss Internet? Ist der Titel immer noch aktiv oder läuft der irgendwann eigentlich mal ab? Also ich bleibe immer Miss Internet 2015, aber es gibt natürlich jedes Jahr eine neue Miss Internet. Aber den Titel Miss Internet 2015, den nimmt mal keiner mehr weg. Also man ist einmal Miss, immer Miss, so ungefähr. Einmal Miss, immer Miss. Genau. Wie kommt man denn eigentlich dazu, dass man überhaupt bei so einer Wahl teilnehmen darf? Gibt es da Teilnahmekriterien? Muss man sich da vorher in Runden qualifizieren oder muss man sich das vorstellen wie beim Fußball, sodass du über die Regionalliga überhaupt erstmal aufsteigst? Da ist alles ein bisschen mit drin. Also bei einer Städtemisswahl oder bei einer klassischen Städtemisswahl, da kann jeder mitmachen. Mhm. Die wird einfach ausgeschrieben und da bewirbst du dich halt einfach drauf. Und ja, dann darf einfach jeder mitmachen. Es gibt eine Jury. Mhm. Wo man sich dann qualifizieren muss dafür, ist zum Beispiel die Miss Germany-Wahl. Das heißt, du musst erst eine Städtewahl gewinnen, dann eine Bundeslandswahl und dann darfst eben bei der Miss Germany-Wahl mitmachen. Ah, also so ein mehrstufiger Qualifikationsprozess. Richtig, und da sind logischerweise die 16 Bundesländer dabei, aber es gibt eben dann auch nochmal zum Beispiel sowas wie Süddeutschland, Südwestdeutschland und eben die zwei externen Missen, einmal Miss Pearl TV und einmal Miss Internet. Und die hat mich damals eben dann zur Miss Germany-Wahl qualifiziert. Ah. So ist es gegangen. Genau. Und warst du vorher schon mal dann auf regionaler Ebene, auf irgendwelche Wahlen? Hast du schon mal üben können, daheim irgendwie? Ja, also ich habe davor, oder alles hat eigentlich gestartet mit dem Tüginger Volksfestmadel. Ah. Genau, also direkt bei uns ums Eck. Mhm. Genau, das Amt habe ich dann ein Jahr lang gehabt. Mhm. Und dann haben sie mich eben gefragt, wie wir Königin bei uns im Landkreis sein möchten, unsere 5 Landkreisbrauereien repräsentieren möchte. Und das habe ich dann auch 2 Jahre lang gemacht. Und als das Amt dann ausgelaufen ist, war das irgendwie so richtig schade, dass das Ehrenamt halt ausläuft. Und dann habe ich zufällig erfahren, dass im Bayerischen Wald die Dirndlprinzessin gesucht wird. Und dann habe ich da einmal gemacht und die Moderatorin dort, die macht die Misswahlen bei uns in Bayern. Ah. Die moderiert das Ganze und die hat halt dann gesagt, ja, mach doch mal mit. Und so bin ich dann damals eigentlich zu den Misswahlen überhaupt so reingerutscht. Ja. So ganz ungeplant. Wenn du dich jetzt an den Abend von 2015 erinnerst, wo dein Ergebnis verkündet worden ist, kannst du dich nur so ein bisschen an das Gefühl erinnern? Ja, das kann ich nur sehr, sehr gut, weil das war echt ein richtig einprägender Moment oder ein richtig einschneidendes Erlebnis eigentlich. Ja. Ich meine, ich habe so lange darauf hingearbeitet, dass ich vielleicht mich doch zu Miss Germany qualifiziere und der Abend, der hat es ja dann eben gebracht. Und ich muss zugeben, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Es ist schon so, also es ist immer so, dass erste, dritte Platz, dann der zweite Platz und dann der erste Platz vergeben wird. Und ich habe eigentlich eine Favoritin gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, die wird sicher. Mhm. Und dann war 3 und 2 schon vergeben und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es schon gelaufen. Und dann war plötzlich ich die Erste. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil die, mit der ich eigentlich gerechnet habe, die ist neben mir gestanden. Und ich habe die ganze Zeit sie umgeschaut, weil ich mir gedacht habe, sie wird und wart und wart. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, Wahnsinn. Hey, also das war so die Überraschung auch für die, ja? Ja, also ich habe da überhaupt nicht damit gerechnet gehabt, gar nicht. Hast du dann deinen Namen eigentlich gehört oder hast du das realisiert in dem Moment, wo der durch die Durchsage deinen Namen gesagt hat? Überhaupt nicht, bis mich dann alle rundum angeschaut haben. Das sieht man nämlich ja auf dem Bild, ja? Ja, genau, also die, es war ja ein Kamerateam von web.de und die 1&1 Portale eben mit dabei. Und ich habe mir dann danach die Videoaufnahmen auch angeschaut und es ist halt echt so, dass ich da, ja, man sieht, dass ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Hast du hinterher ein Feedback gekriegt von der Jury, warum du jetzt den ersten Platz bekommen hast? Nein, das kriegst du aber normalerweise auch nicht. Das ist immer eine geheime Juryabstimmung
Und es wird dann eben nur der Gewinner bekannt gegeben. Aber du erfährst letztendlich auch nicht, wie viele Punkte dass du eben in Summe gehabt hast. Aber es waren halt mehrere Durchgänge. Es war ein Durchgang in Abendmode, einer in Bademode. Und genau, dann gibt es eben nur so kurze Selbstpräsentationen. Da werden da ein paar Fragen gestellt dazu. Und ja, das fließt halt alles mit in die Bewertung ein. Ah, okay. Dann natürlich auch das mit dem bei sich selber sein und der natürliche Ausdruck, so nur einfach schön sein, so salopp geredet, ja, klangt halt einfach nicht. Ganz ja? Genau. Und danach ist ja richtig losgegangen dann bei dir mit den ganzen Modelangeboten. Wo wird denn da der Weg mal hingehen? Also ich habe ja erst mit Modeln angefangen und bin ja jetzt so ein bisschen in die Moderationsrichtung mit eingestiegen und da aber dann jetzt so nach dem Studium. Ich habe erst BWL studiert und dann Wirtschaftspsychologie, jetzt gerne so in Richtung Online-Marketing gehe. Das war jetzt so die nächste Stufe jetzt. Das war so die Stufe und du konntest natürlich dann die Erfahrung aus dem Markt live mitbringen, ja? Das auf alle Fälle und ich habe ja auch mein Praktikum zum Beispiel schon im Bereich Online-Marketing gemacht und jetzt halt durch Instagram, was ich jetzt oder doch auch noch sehr aktiv betreibe. Ja, du machst ja immer tolle Fotos. Danke. Ja, es macht mir echt viel Spaß. Also das kann man super in den Alltag integrieren. Und ich habe auch gemerkt, dass es die Leute total interessiert, was dann ja so nur nach dem Internet Wahlkämmer ist und was du so ja, tagtäglich machst. Das war unser Gespräch mit Nicola Koska rund um das Thema Misswahlen in Deutschland und wie der Weg dazu führt. Auf unserer Homepage www.schmidtvideo.de/ostern finden Sie das gesamte Osterprogramm. Wir haben viele unterschiedliche Themen für Sie. Klicken Sie hinein, schauen Sie sich die Bräuche an und wir freuen uns auf Sie. Schauen Sie auch bei YouTube unter Schmidtvideo oder auf Facebook unter Schmidtvideo. Classy Hair World in Ampfing, in der Richard-Wagner-Straße 5. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Vereinbaren Sie einfach einen Termin. Ihr regionaler Partner für bestes Sehen und Hören. Kostenlose Hör- und Sehanalysen. Große Auswahl an modischen Markenfassungen. Optik Wittmann. Ganz Auge und Ohr. Frohe Ostern und bleiben Sie gesund. Wünscht Gemüsebau Steiner.